So, kommen wir zurück zu unserer Garnele, über die wir gerade gesprochen haben. Die kommt, wie gesagt, in dem Matano-See da oben vor. Die Fundorte gehen so ziemlich rund um den See. Ich war nun nicht dort. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn jetzt ein Fundort oben rechts am See ausgespart ist, ist dort keine Garnele vorhanden oder hat derjenige, der dort war, dieses Gebiet einfach nicht besucht, weil es Steilküste war, weil es Sumpfgebiet war. Das wissen wir alles nicht. Das heißt, auch eine solche Karte sagt uns nur bedingt etwas darüber aus. Es kann sein, dass er seine Reise abgebrochen hat, weil er Bauchschmerzen hatte. Und wenn er das nächste Mal da ist, dann nimmt er sich die Region vor und dann erst würde eine Karte entstehen, wo die Garnele rund um den See zu finden ist. Die Striata. Wunderschöne Garnele in der Aquaristik auf dem Vormarsch. Die kommt wiederum in beiden Seen vor, in dem Mahalona-See und im Tuvuti-See. Und jetzt kommen wir zu einer Garnele, wo ich mich sehr freue, dass sie den Namen unseres Firmengründers Böhme erhalten hat, Caridina böhmei. Sie lebt in einem, hier oben haben wir die Originalbeschreibung, die jetzt stattfindet, in einem Puavu River, also in einem Flusssystem mit den angrenzenden Gebieten und die wurde im Januar und Oktober 2005 dort gefunden und die wird zurzeit beschrieben, richtig, mit allem drum und dran von den Wissenschaftlern, von dem Thomas von Rintelen und anderen Wissenschaftlern und diese Garnele, die wirklich sehr hübsch aussieht, bekommt den Namen Caridina böhmei. Bekommt, sage ich deswegen, weil ein Wissenschaftler einen solchen Namen vorschlagen kann. Dann müssen andere Wissenschaftler, die haben irgendwie gar nichts zu tun, die kümmern sich nur um solche Sachen und kontrollieren, oh stopp, die gab es schon mal, das ist vielleicht die und die. Da müssen unter Umständen DNA-Analysen angefertigt werden und man muss bei Fischen, wird das sehr häufig gemacht, dann wird gesagt, oh nee, den Fisch, den gab es schon, das ist der und der. Wir haben einen solchen Fall gehabt auf unserem Workshop dieses Jahr in Tansania. Wir haben dort einen Buntbarsch gefunden, unten am Mount Meru im Flusssystem. Und wir haben den Dr. Stefan Kobelmüller dabei gehabt, der eigentlich hier hätte heute reden müssen. Und der hat gesagt, wow, dieser Fisch, der darf hier gar nicht existieren. Das heißt, es ist eine neue Art. Oder aber er kommt aus dem nahegelegenen See, den es nicht mehr gibt und damit eine eigentlich ausgestorbene Art. Und diese DNA-Analysen, die laufen zurzeit und ich bin auf das Ergebnis gespannt. Also das ist eine wirklich interessante Problematik, mit der man da manchmal zu tun hat. Gehen wir weiter. Eine ganz bekannte Garnele aus Sulawesi, die Harlekin-Garnele, die Walter Ecke. Da ist also der Entdecker auch wieder im Namen drin. Und diese Garnele, die findet man im Tuvuti-See. Rot habe ich hier mal die Fundstellen eingezeichnet. Auch hier sieht man wieder, dass eine Region unten rechts ausgespart ist. Auch da wieder mit Vorsicht zu genießen. Das kann irgendwelche anderen Gründe haben. Die kann da durchaus vorkommen. Man weiß es einfach noch nicht. Ja, Schnecken sind die anderen Highlights, die aus Sulawesi kamen. Bisher waren Schnecken immer so Plagegeister, die man möglichst umbringen wollte, abgesehen von der Apfelschnecke, die wurde geduldet, denn da konnte man ja auch die Eier oben einfach über der Wasseroberfläche wegnehmen und damit war die Vermehrung eingeschränkt. Aber die ganzen anderen Schnecken, das sind so kleine, listige Biester, die sich vermehren ohne Ende und Geburtenkontrolle war da nicht möglich, dann wurde es kompliziert. Die mussten weg. Die werden gekauft. Die kosten viel Geld. Und also relativ viel Geld, für eine Schnecke unglaublich, wenn man vor 20 Jahren gesagt hätte, du, da werden mal lustige Schnecken kommen, da zahlen die Leute 10 Euro, hier, was für Drogen nimmst du denn? Also Bestimmung von Schnecken ist auch gar nicht so ganz einfach, damit hat sich bestimmt noch niemand so richtig auseinandergesetzt. Hier links sehen wir mal, was ein Biologe an einem Schneckengehäuse alles so für Teile findet. Das ist schon ganz erstaunlich, weil wir sehen da so eine Muschel, wie viele sagen. Die Biologen fallen tot um, wenn sie sowas hören. Und da drin sitzt dann irgendwie so ein Weichkörper. Also da ist eine ganze Menge mehr dran. Es gibt links- und rechts gewundene Schnecken, ganz selten in die eine Orientierung. Und wie bestimmt man Schnecken? Also man guckt sich die Gehäuse ganz genau an, aber die Biologen, wir gehen wieder einen Schritt weiter, die gucken sich die Radula, die Raspelzunge der Schnecke ganz genau an und können anhand der Raspelzunge eine Artzugehörigkeit oder Familienzugehörigkeit bestimmen. Kennen die Aquarianer eventuell von den Saugwelsen? Da ist es nicht viel anders. Auch da, wenn man sich nicht ganz sicher ist, was ist es denn nun, kann man anhand der Zahnraspel erkennen,
was für ein Ernährungstyp das ist, wovon ernährt sich der Wels? Ups, ist gar kein Pflanzenfresser, der frisst Fleisch oder was auch immer. Also man kann viel, viel mehr sehen, wenn man auch weiß, wo man hingucken muss. Ja, da habe ich nochmal einen Kreis drum gezogen. Da ist die Mundöffnung, ganz in der Mitte, ganz klein. Und da drin wiederum ist die Raspelzunge, die Radula. Und anhand der kann man dann eine Bestimmung vornehmen. Ja, und dann sehen wir hier noch den Verschluss des Gehäuses. Wenn die Schnecke, der Weichkörper, sich zurückzieht in das Gehäuse, verschließt sie mit diesem Operculum das Gehäuse gegen Feinde, gegen alle möglichen. Oder wenn sie ihre Ruhe haben will, dann macht sie halt mal zu. Heute geschlossen. Und das funktioniert bei den Schnecken ganz hervorragend. Und anhand dieses Operculums kann man auch, das behält die Schnecke ihr Leben lang, das wächst auch mit. Und wenn sie stirbt, dann bleibt das auch als separater Körper übrig. Also da haben wir einmal das Gehäuse und diesen kleinen Deckel, der mal dazugehörte. Da haben wir ihn nochmal eingekreist. Ja, so geht das bei Schnecken. Und Chris Lukab war in meinen Augen der Erste, der diese Schnecken salonfähig gemacht hat. Da war damals diese berühmte Ausgabe der DATS, des Aquarium-Magazins. Und auf der Titelseite hatte er diese orangefarbene Thylomelania abgebildet. Und die Leute guckten nur auf dieses Titelblatt und sagten, wow, was ist das denn? Eine Schnecke, die hat so einen Elefantenkopf, sieht niedlich aus. Das ist ja unglaublich, das ist ja Wahnsinn. Und das war eigentlich so der Beginn des Siegeszuges dieser Schnecken, der Thylos, wie sie genannt werden. Und der hält bis heute an. Die leben nicht unten in den Malili-Seen, zumindest diese hier nicht, sondern oben im Poso-See. Es gibt dort verschiedene, mein Sohn hat dieses Bild hier gemacht, die lebt jetzt im Malili-See zum Beispiel. Man sieht, dass die Schnecke vom Körperbau sehr ähnlich ist. Also ich würde sagen, fast identisch, aber sie hat eine andere Zeichnung und inzwischen hat man auch nachgewiesen, auch wieder über DNA, dass es nicht nur eine Farbform ist, was wir in Malawisee bei Buntbarschen haben oder auch bei anderen Tieren, gleiche Art, nur eine andere Farbe, sondern wirklich, es handelt sich um eine andere Art. Und hier oben haben wir wieder eine, die lebt auch im Poso-See. Was auch noch erforscht werden muss, im Tanganyika-See, Malawi-See, wissen wir, dass viele Arten deswegen sich nicht vermischen in irgendeiner Form, weil es natürliche Barrieren gibt, die die Ausbreitung eingrenzen. Zum Beispiel Sandflächen. Wir wissen, dass die Buntbarschart X auf einem Geröllhaufen lebt, rundherum ist nur Sand. Sand ist gefährlich, sobald der Buntbarsch über den Sand schwimmt, wird er gefressen. Also bleibt er auf seinem Geröllhaufen. Da entwickelt sich eine stabile Population. Warum aber die Schnecken nicht sich miteinander kreuzen und alles bunt durcheinander wird, das ist mir zumindest im Moment unbekannt und ich denke, dass da noch viel, viel Informationen kommen wird. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Wasserwerten und das war nämlich der erste Schock für die Aquarianer. Die waren am Anfang komplett frustriert. Die sahen auf einmal Wasserwerte, die sie überhaupt nirgendwo bisher gesehen haben. Die sahen eine hohe Temperatur, kannte man schon vom Diskus, aber war ungewöhnlich. Normalerweise immer so 25, 26 Grad, auf einmal 29 Grad. pH-Wert 8. Wow, unglaublich hoch, so wie Malawi-Tanganyika-See, ganz merkwürdig. Und jetzt kommt's aber, die Härte eher gering. Leitfähigkeit, der Gesamtsalzgehalt des Wassers, auch eher gering. Man kann den teilen, wenn man den Leitwert mal durch 30 teilt, kommt man übrigens hier sehr schön auf die 6 Grad Gesamthärte. Wer jetzt kein Leitwertmessgerät hat, hat ja noch nicht jeder in der Küche rumliegen, der kann sowas dann auch mal so ganz grob über so eine Rechnung herausfinden. Ja, und wenn man das so ein bisschen in Relation setzt, dann kann man sich auch vorstellen, dass dort bei so wenig Gesamthärte und bei fast gleicher Carbonathärte der Calcium-Magnesium-Gehalt an Hydrogencarbonate gebunden ist. Das hat jetzt kein Mensch verstanden. Ich versuche es nochmal von vorne. Wenn die Gesamthärte ungefähr der Carbonathärte entspricht, von der Höhe her, dann bedeutet das, da die Gesamthärte nur die Summe von Calcium und Magnesium darstellt und die Carbonathärte nur die Summe von Carbonaten und Hydrogencarbonaten, dass die ziemlich genau zueinander passen müssen, von der Menge her. Sonst würden wir ein Missverhältnis in irgendeiner Form haben. Also wir können auch schon aufgrund dieser Wasserwerte ein bisschen was über die Zusammensetzung des Wassers sagen. Wie man die nachher simuliert, da komme ich noch zu.